Warum gibst du 60 Euro dafür aus, dass du 60 Euro PSN-Guthaben hast? Geh einfach auf ineba.com. Schau dir an, welche PSN-Karte du haben willst. Schau dir an, welches Spiel du haben möchtest. Für eine 50 € PSN-Karte zahlst du über 12 Euro weniger mit dem Code Chappy. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ich glaube, alle COD-Fans haben gestern Abend richtig gespannt auf ihre Monitore geguckt, auf die Smartphones, auf die Bildschirme generell. Alles, was irgendwie Bild und Ton abspielt. Denn gestern, ihr habt es ja alle hoffentlich mitbekommen, das Reveal vom neuen Multiplayer von Call of Duty Black Ops Cold War ist durch Treyarch Activision gestern über den Call of Duty-Kanal, über verschiedene Streamer, über verschiedene Content Creator, über verschiedene Pro-Gamer in die ganze Welt gesprengt worden. Und wir konnten endlich den ersten Eindruck gewinnen, wie sieht das neue Call of Duty im Multiplayer wirklich aus. Es war so eine Alpha-Version, die die Jungs und Mädels auch heptisch von unterwegs, also von zu Hause spielen konnten. Und jeder konnte so ein bisschen das Gefühl bekommen, was erwartet uns dieses Jahr? Was kommt nach dem Jahr Modern Warfare, was wir jetzt haben? Was ändert sich zum Guten? Was ändert sich zum Schlechten? Und ich weiß, ich habe die letzten Tage viele, viele Fragen gesammelt von euch, die jeden dafür interessiert haben. Wie sehen die Maps aus? Was ist mit Skill-Based Matchmaking? Was ist mit der Hit-Registration? Was ist mit den Perks? Was ist mit den Streaks? Wie geil sind die Waffen? Welche Waffen gibt es? Welche Operator gibt es? Und. Und ich möchte jetzt die nächsten Tage die Gelegenheit ergreifen, mit euch darüber zu sprechen. Was haben wir gesehen? Was sind meine Eindrücke davon? Ich werde ein bisschen die Eindrücke, Meinungen und Erklärungen von den großen Streamern, YouTubern so ein bisschen zusammenfassen. Ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr wirklich wissen wollt, wie sich's anfühlt von den Leuten, die es selber gespielt haben. Guckt euch Exclusive Ace an, Drifter oder einem Marksman. Das sind für mich mit Abstand die drei besten YouTuber aus dem amerikanischen Raum oder generell nicht mehr aus dem deutschen Raum. Hier in Deutschland könnt ihr Haptic definitiv sehen. Die haben wirklich sehr, sehr gute Eindrücke davon. Die haben sehr gut beschrieben, wie sie es finden, was die einzelnen Sachen sind. Ich werde euch das alles näher bringen, ich werde meine Eindrücke damit reinmischen. Das wird auch in keiner festen Order sein und seht es mir bitte nach, Leute. Ich werde nicht die Chance haben, alles heute in einem Video zu machen, denn das wird ungefähr 2,5 Stunden dauern und so lange bleibt am Ende keiner dran. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen mit meiner Meinung nachher leben. Ich werde euch zwei Fragen dazu stellen. Bevor ich aber mit dem Ganzen anfange, möchte ich euch ganz gerne einmal darum bitten, ein Like dazu lassen. Ich würde mich über 100 Likes auf dem Video freuen. Ihr werdet gleich morgen, das heißt, das hier seht ihr am Freitag, und am Samstag werdet ihr dann gleich das nächste Video sehen. Da wird es dann um das Thema Scorestreaks ganz besonders gehen, weil da ist ein bisschen was anders, darauf kommen wir jetzt. Wir haben das Game nun endlich gestern das erste Mal gesehen und ich glaube, das allererste, was uns allen aufgefallen ist, dieses richtig triste, dunkle, graue von Modern Warfare ist raus. Das ist weg. Das hier ist die Bewegung für weg, raus, Ohrfeige. Die Maps, die wir gesehen haben, es waren glaube ich 5 insgesamt. Die eine hieß Moskau, die andere, es ist so eine Art Zwischenmap auf dem Atlantik, wo wir auf 2 Booten sind. Da bist du auf 2 Booten, da kannst du auf 1 in der Mitte dann. Dann hatten wir Miami, was für mich eine absolut geniale Map ist. Die ganzen Neonlichter, der Eindruck, der Flair. Wirklich, was uns sofort aufgefallen ist, die Farben sind in diesem Black Ops wieder da. Was wir jedes Jahr immer wieder bemerken, wenn Treyarch an einem neuen COD gearbeitet hat, der Flow der Maps, wie man das Ganze empfindet, ist einfach immer sehr einzigartig. Und ich habe es natürlich selbst noch nicht spielen können, denn da gab es auch die Frage, warum dürfen manche es jetzt schon als Alpha spielen und manche nicht? Der Grund ist relativ einfach. Activision möchte natürlich, dass all die Informationen, dass all das Marketing über große Kanäle in die Welt geht. Und natürlich suchen die sich Leute raus wie Haptic, der in Deutschland mit 500.000 Abonnenten oder mehr auf 2 Kanäle auch noch aufgeteilt, also doppelt so viel, eine riesen Reichweite hat. In Deutschland der beste YouTuber ist. Genauso wie Scumpy, der unglaublich viele Follower hat. Oder Marksman oder Drifter. Natürlich sucht sich Activision keine Streamer oder Content Creator mit 10.000, 5.000 oder 100.000 Abonnenten. Das ist der einfache Grund, warum es einfach manche gibt, die schon spielen durften und manche nicht. Damit wir das einmal aus der Seite haben. Also, Punkt, Maps auf jeden Fall. Ich finde, die sehen großartig aus bisher. Manche finde ich vielleicht ein bisschen groß, manche ein bisschen klein, aber generell habe ich ein gutes Gefühl bei den Maps. Das ist eine ganz andere Nummer als in Modern Warfare. Wir haben keine Maps mehr, zum Beispiel in Miami. Da gibt es 2 Balkone, rechts und links. Mehr gibt es da nicht, was einen abfacken kann. Here comes.
In Modern Warfare gibt es 3 Balkone links, 2 Balkone rechts, 14 Türen. Es gibt im Black Ops Cold War überhaupt gar keine Türen. Das heißt, Map Design von Treyarch bisher bei all den Maps, die wir gesehen haben, für mich absolut in Ordnung. Habe ich absolut Bock drauf, 6 gegen 6 zu spielen, bin ich sehr glücklich drüber. Nächster Punkt. Wie sieht's aus, wenn man sich bewegt? Und ich muss ganz ehrlich von Anfang an sagen, die Time to Kill, die wir jetzt haben, man hat ja 150 Leben. Es ist wirklich ein Mix, wenn man mal schaut, zwischen Black Ops 4, wo der Gunfight manchmal 5 Sekunden gedauert hat, und Black Ops 1 oder Black Ops 2. Also Black Ops 2 war schon relativ schnell, nicht so schnell wie Modern Warfare, wo man einen Schuss abbekommt und sofort tot ist und meistens gar nicht sieht, welcher Camper es war. Es ist so eine Mixtur und es gefällt mir. Es sorgt nämlich dafür, dass Spieler, die gutes Aim haben, wieder einen Vorteil haben. Denn wenn man in einem COD jemanden mit 1 oder 2 Schüssen schnell töten kann, ist es relativ egal, wie gut das Aim ist. Wenn man aber 3, 4, 5 Schüsse treffen muss, sorgt gutes Aim dafür, dass man für seine Fähigkeit und dafür, dass man besser wird, belohnt wird. Und Call of Duty ist nun mal ein Shooter, in dem man dafür belohnt wird, wenn man grindet, wenn man übt, wenn man besser wird. Deshalb, Time to Kill sieht für mich absolut cool aus. Die Waffen, die wir gesehen haben, da gab es eine ganz große Info, wo viele jetzt schon geschrieben haben, die AK ist völlig überpowered. Das macht alles gar nichts. In dem State, in dem die Alpha war, als die Leute das spielen konnten, waren die Waffen alle auf den gleichen Nenner gebracht. Da gab es noch kein Waffenbalancing. Tony Schwanz hat gestern erst bei Twitter, das ist einer der Lead-Devs, also der schon seit Jahren für Treyarch arbeitet oder mit Treyarch arbeitet, hat gestern noch schnell bei Twitter geschrieben, keine Sorge Leute, sowas wie Slide Cancel, was man in der Alpha ja noch wirklich deutlich sehen konnte, ist schon deutlich weit runter gemacht und das Waffenbalancing ist schon auf einem guten Weg, wir sind noch lange nicht fertig. Das heißt, macht euch keine Sorgen, wenn da Sachen sind, die jetzt noch nicht perfekt sind. Das war eine Alpha, damit die Leute 1, 2, 3 Modi spielen können, ein bisschen was zeigen können. Eine der größten Neuerungen, und da bin ich so glücklich drüber, ist die Create a Class. So wie man jetzt endlich es geschafft hat, ein Pick-10-System, das heißt 2 Granaten, eine Waffe, Perks, alles zusammen, fertig ist. So wie man das jetzt gemacht hat, ist es, finde ich, so wie es aussieht, ideal. Ihr habt 2 Waffen, eine Primärwaffe, eine Sekundärwaffe. Für alle, die es wissen wollen, Shotguns sind Sekundärwaffen, sehen aber nicht so stark aus wie all der Kram, der in den letzten Jahren teilweise in den CODs drin war. Ihr habt wieder, wie in Modern Warfare, ein Gunsmith-System. Das heißt, ihr könnt verschiedene Aufsätze wählen, aber dieses Jahr ist es so, dass ihr auf allen Aufsätzen seht, was genau sie tun. Nicht in Modern Warfare, wo bei manchen Aufsätzen Pros und Cons stehen, aber die teilweise falsch sind oder es gar nicht dasteht. Ihr habt bei den meisten Aufsätzen nur Vorteile dieses Jahr. Wenige Aufsätze bieten auch Nachteile. Und ihr seht, und das ist auch noch sehr genau, das kann man bei Exclusive Ace sehen, der hat das nämlich kurz getestet, man sieht, wie viel Prozent welcher Aufsatz bei welcher Waffe für einen Unterschied macht. Nehmt ihr also als Beispiel einen Griff oder einen Schaft, steht da, der Griff gibt dir 10% weniger Rückstoß oder der Lauf gibt dir 15% mehr Reichweite. Das heißt, ihr seht haargenau, ihr braucht nichts testen, was der Aufsatz mit eurer Waffe macht und das finde ich großartig. Zu den beiden Waffen habt ihr jeweils die Chance, 5 Aufsätze standardmäßig zu nehmen, Sekundärwaffe genauso. Dann habt ihr die Möglichkeit, Perks auszusuchen. Ihr könnt standardmäßig aus 3 Kategorien Perks auswählen und Gott sei Dank, danke Treyarch, danke Fondaha, ich liebe dich. Totenstille, hier heißt es Ninja, kennen ja viele, ist wieder zurück. Es ist noch nicht so, dass Totenstille eure Schritte komplett leise macht, aber ich denke, da werden sie noch ein bisschen dran arbeiten. Die Schritte sind auf jeden Fall deutlich leiser, das bedeutet, dass Campen nicht mehr so ein Riesenthema dadurch sein wird. Ihr habt aus jeder Kategorie standardmäßig die Möglichkeit, ein Perk auszuwählen. Es gibt aber noch eine Wildcard, auf die wir gleich zu sprechen kommen. Wenn ihr die Perks ausgewählt habt, könnt ihr eine Primärgranate nehmen, eine Sekundärgranate und ein Field Upgrade. Ihr könnt, anders als in Modern Warfare, dieses Field Upgrade aber für jede einzelne Waffenklasse nehmen. Ihr könnt also mit einer Art Trophy, wenn es sie später gibt, als Field Upgrade ein Sturmgewehr spielen. Und ihr könnt eine MP spielen mit einem Richtmikrofon. Das heißt also, wir haben endlich die Möglichkeit, jede einzelne Klasse genau so zu machen, wie wir sie haben wollen. Zu diesen Möglichkeiten haben wir noch die Chance, eine Wildcard zu nehmen. Aktuell gab es 4 Stück. Diese Wildcards haben das ganze System eigentlich mit dem fusioniert, was wir kannten und haben dafür gesorgt, dass wir endlich was haben, was wirklich neu ist. Die Wildcards erlauben uns verschiedenste Dinge. Es gibt zum Beispiel die Wildcard Lawbreaker. Das bedeutet, dass ihr zusätzliche 3 Aufsätze auf eure Primärwaffe, auf eure Sekundärwaffe,
rauftun könnt. Ihr habt damit die Möglichkeit, eure Waffen absolut auszurüsten, genauso wie ihr sie haben wollt. Dann gibt es ein Wildcard, die erlaubt euch, ihr dürft ja aus jeder Kategorie von den Perks 1 auswählen, die erlaubt euch, aus jeder Kategorie 2 auszuwählen. Ihr könnt also Flag Jacket und Tactical Mask spielen, also Kugelweste und Taktikmaske. Ihr könnt Geist spielen und Totenstille zusammen. Ihr könnt aus der zweiten Kategorie 2 Stück nehmen. Das ist wirklich großartig, denn viele von euch kennen das. Ich bin ein absoluter Schwitzer in COD. Und eine Standardklasse für mich, da gehört immer 3 Sachen zu. Totenstille, Taktikmaske, Kugelweste. Und ich bin's leid, dass es Spiele gibt wie Modern Warfare, wo ich kein Totenstille nehmen kann und dann Taktikmaske, Kugelweste, aber alles andere dafür aufgeben muss und generell ja nur 3 Perks auswählen kann. Der erste Eindruck von dem Game ist für mich positiv. Dazu kommt, und das will ich nur einmal ganz kurz anschneiden, bevor ihr auf jeden Fall ein Like heute da lasst und ein Abo, wenn ihr neu seid. Wir haben eine neue, ich sag mal, Variante von Killstreaks. Es sind Killstreaks, es sind Scorestreaks, es sind Supportstreaks. Supportstreaks kennt ihr wahrscheinlich alle aus Ghost, wenn ihr es gespielt habt. Das waren Streaks, die non-lethal waren. Das heißt, die töten in der Regel keine Gegner. Dafür braucht ihr, wenn ihr sterbt, nicht wieder bei einem Kill dafür anfangen, sondern die werden immer weiter aufgebaut. Hier im neuen Black Ops ist es so, dass ihr 3 verschiedene Streaks auswählen könnt. Die kosten verschieden viele Punkte, relativ viele. Und ihr beginnt, oder wenn ihr mit der Runde beginnt, beginnen diese Streaks sich aufzuladen. Jetzt haben viele gesagt, ja Moment, wenn ich sterbe, läuft es ja weiter. Es gibt einen Cooldown-Time von 90 Sekunden aktuell auf den Streaks. Das heißt, wenn ihr die Drohne habt, dafür braucht ihr 500, 600 Punkte, könnt ihr 90 Sekunden lang keine neue Drohne im gleichen Leben holen, aber danach könnt ihr sie haben. Ich glaube, dass diese 90 Sekunden pro Streak nochmal angepasst werden, je nachdem, welches Streak es ist, so dass man die wieder ein bisschen zirkeln kann. Das heißt, sie haben sich dieses Jahr wirklich was Neues einfallen lassen und ich bin wirklich begeistert von dem, was ich hier bisher gesehen habe. Es gibt natürlich ein, zwei Sachen, wo ich sage, da muss man abwarten, aber im Gegensatz zum letzten Jahr habe ich dieses Jahr wirklich Hoffnung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich konnte euch die ersten Sachen ein bisschen näher bringen. Lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Ihr seht das nächste Video gleich morgen. Ich würde mich über 100 Likes trotzdem freuen. Ich bin raus, genießt das Wochenende, haut rein.